Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem wann ihr zuschaut und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zelda-Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen wieder mit den Erkundungen angefangen. Wir machen auch heute ein bisschen weiter Erkundungen. Ich habe mir heute einen kleinen Plan, zumindest zurechtgelegt, was mein Plan für heute ist, wo ich gern die Welt erkunden will. Aber vorher natürlich für unsere Spoileranten und Tippschreiber, lasst es bleiben. Ich sehe sowas nicht gerne in den Kommentaren. Also Spoiler bestrafe ich mit, direkt mit Bans und ja, Tipps wirklich nur, wenn ausdrücklich danach gefragt wird. Ansonsten lasst es auch, weil ich will das Spiel für mich selbst erkunden. Ja, nichtsdestotrotz, wo man schon beim Thema erkunden ist, ich habe mir heute vorgenommen, ich will einmal zu diesem Lockfriedberg und ich will hier unten hin. Weil da habe ich mir ja schon was markiert, dass dort auf jeden Fall was an der Küste ist. Eine von diesen Tränen, die will ich auf jeden Fall holen und danach will ich auf diese Insel hier. Das wäre mein Plan für heute auf jeden Fall. Ansonsten würde ich eventuell noch diese Sterne ablaufen. Da habe ich mir, glaube ich, Höhlen markiert. Kann man ja auch mal reingucken, da könnte ein Schrein drin sein. So, dem gelben Lichtstrahl will ich folgen. Es befindet sich in der Richtung. Eine Statue? Nee. Hallo? Nein. Was für Dorn? Ja, mach das. Stimmt ja, nee, hier auch irgendwo müsste eine Stadt sein. So, Angelstädt. Da will ich auch heute mal hin. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Slimer. Oh, was haben wir denn da? Nicht weglaufen. Ich will ein anständiges Foto von dir. Bleib hier. Nee, das Bild ist kacke. Hier geblieben. Du Schwerverbrecher. Dich fotografiere ich. Hat sich, glaube ich, gerade verzogen. Och, Mann. Dieser Baum da, der ist so einsam und allein in der Gegend. Da ist 100 pro ein Krog. Sag ich doch. Da ist 100 pro ein Krog. Jo. Ich glaube, jetzt kann ich endlich meine Tasche verbessern. Da ist ein Trupp Fieslinge. Oh, ich muss mein Album mal leeren. Die Kleinen, die habe ich tatsächlich noch nie fotografiert. Ich habe doch bestimmt noch ein paar Ölknospen. Ja, da muss ich unbedingt mal Nachschub holen. Die Keilerei möge beginnen. Und das sogar ohne, dass er Großes mitbekommt.
erstmal gucken, sehen wir hier vielleicht einen Schrein? Da sehe ich zumindest schon mal einen. Ist auch in der anderen Himmelsrichtung irgendwo einen Schrein zu sehen? Ich sehe jetzt da nichts. Ich gehe mal da an die Kante, vielleicht sehe ich da mehr. Ich will ja die ganze Welt erkunden, nicht nur die Hauptstory. Da vorne sehe ich direkt einen Schrein. Erstmal markiere ich dich. Da ist eine Geldquelle. Okay, da, in der Schrein ist schon sehr weit weg. Kann ich mir erholen, wenn ich da in der Richtung fertig bin eigentlich. Obwohl... Ich habe eh vor, ist weg, ab dahin zu latschen, ne? Oh, Geld. Ich habe echt oft daneben geballert. Beim vorherigen Zelda war hier auch in der Nähe ein Stück der Elektrorüstung. Ich frage mich. Kann ich die aufeinander hetzen? Nee. War ja ein Versuch wert. Hätte ja sein können. Okay, da unten ist safe ein Krog. Ah, das ist der Stall von der Gegend hier. Okay, dann erst recht hole ich mir da einmal... den Krog, den Schrein. Und was haben wir hier für ein Problem? Oh, hier ist eine Höhle. Mit richtig viel Sonanium drin. Ich habe nur noch einen Hammer. Und der ist auch schon fast am Zerbrechen. Okay, das hier ist ein Abgrund, auch wenn er nicht markiert ist. Ich hätte nichts davon, das runterzuschießen, das würde alles da unten landen. Ich will, wenn, erstmal den Schrein da vorne holen. Ich nehme den Aufzug hier. Da unten sieht so nach einer Stelle aus, wo ein Stahlhinox gammeln könnte. Oh, weise Entscheidung, hier landen zu wollen. Ich bin noch drin. Warum kriege ich nichts? Endlich Bananen in ihrem natürlichen Umfeld. Halt nochmal. Okay, ich dachte, das wäre ein Krog. Aber scheinbar nicht. Da hinten sitzt schon wieder so ein Griok.
wollte ja auch nicht dich ansprechen, ich wollte seine Waffe. Den brauchst du nicht. Hast du eine Kiste nach mir geworfen? Ich glaube, der hat eine Kiste nach mir geschmissen. Ach, danke. Ja, das weiß ich auch schon selber. Aber trotzdem danke. So, dann nehmen wir jetzt hier den Schrein mit. Der Joju, Schrein. Okay, Brückenbau. Ach nee, nicht das schon wieder. Wesentlich besser. Als wenn ich jetzt das Ende dran gepackt hätte. Wo ist noch meine versteckte Kiste? Kann ich die Brücke auch auseinanderreißen? Nö. Okay. Der nächste Brückenbau steht an. Ich hab so eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auch eine interessante Brücke. Stellt mich bloß nicht als Brückenbauer ein, Leute. Ihr seht, was für Brücken ich baue. Sieht zwar stabil aus, aber ist sie nicht. Okay. Die war ja nicht sonderlich versteckt. Das war mal ein einfacher Schrein. Also war selten so einfach. Ah, wieder ein leckeres Segenslicht. So, jetzt das, was ich eigentlich vorhatte. Erstmal hier so zum Lockheed-Berg. Da wollte ich hin. Ich jetzt hier einmal so rumwandere, bis ich dort stehe. Ich
Kein Problem, es regnet. Ich hasse es, wenn es regnet. Dann kommt man nirgendwo hoch. Da bringt mir auch die eine Anti-Rutschrüstung, die ich habe, nicht sonderlich viel. Gib mir meine Truhe zurück, du scheiß Faker. Jetzt hat der Regen endlich nachgelassen. Ah, man kommt endlich irgendwo hoch. Vielleicht muss ich ja von hier aus reinhüpfen. Dachte mir doch, dass hier ein Krok ist. Verarschen kann ich mich halt selber spielen. So, zum Blauen will ich. Also zum Dunkelblauen. Ich kann hier richtig viele Bananen mitnehmen. Oh, eine X-Halfos-Gang. Hallo, Boomerang, komm zurück. Ist mein Bumerang hängen geblieben? Ein starker Exile-Schild. Habe ich dich schon fotografiert? Wenn nicht, tue ich es gleich. Oh, den Rest habe ich eh runtergepustet. Passt. Ist perfekt so. Ist so eine blaue Gang, oder? Ja, jetzt sind die silbernen. Da habe ich endlich mal die silbernen an der Oberfläche gefunden. Wenn, müsste ich ein Bild von näher dran haben. Danke. Ihr erinnert mich an Pikmins. Die Schlacht möge beginnen. Und mich auf den konzentrieren, der noch bei Sinn ist. Er kann mir das Leben zur Hölle machen. Ich sag, ich muss mir dringend was zu Futter machen. Sollen die anderen sich ruhig kloppen? Okay, einer da. Ein Königsschwert, okay. Den Ritterschild, den packe ich mir gerne hier dran. Ich glaube, der hat die anderen beiden runtergeprügelt. Das ist eigentlich sogar gut. Danke!
Aua. Die alte Meter. Ja, stellt euch wieder zusammen. Eine Ölknospe habe ich nämlich noch. Muss dringend mal Ölknospen sammeln. Die Explosionsfrucht, die regeneriert sich ja, ne? Ich will das endlich mal ausprobieren. Nee. So viel dazu, dass sich das regeneriert. Ich wollte das mal ausprobieren. Vielleicht nur beim Stechen. Bitteschön, ist mehr wert. Okay, das vorne ist kaputt gegangen. Die hatten alle so ein Königsschwert dabei. Eigentlich ganz gut für mich. Ein klingenartiges Horn. Ausweichangriff ist dadurch höher. Die silbernen Dinger, die will ich eigentlich mir ein bisschen aufsparen. Von denen habe ich so gut wie gar nichts. Ritter mit Ritterschild. Oh, ein schöneres Bild kann ich doch gar nicht mehr bekommen. Bei Sidon konnte ich auch irgendwas fotografieren gerade. Wo ist der jetzt hin? Da. Bleib doch! Lass mich fotografieren, was auf deinem Rücken ist. Ha! Eine Lichtschuppenlanze. Gewonnen, Sidon. Ha! Der Ort hier sieht auch schon wieder speziell aus. Ich sehe auf jeden Fall einen Oktrock. Du siehst auch irgendwie speziell aus. Trägst du eine Rüstung? Er trägt eine Rüstung.
Ich glaube, die ist aus Holz. Okay. Probieren wir es mal anders. Okay, mir fehlt jetzt nur noch Explosion an. Eine. Das hat zumindest etwas gemacht. Er hat eine dicke, fette Steinrüstung an. Hier liegt jetzt das Stück Rüstung. Du, was fällt dir ein? Du darfst keine Rüstung tragen. Das brauchst du nicht. Ich hab sie vor die Nase geworfen. Perfekt. Und im Umgang ist es mir jetzt nicht so schade. Das war ein Bello-Bumerang, der kann ruhig weg. Kann ich damit irgendwas machen? Ein Rüstungsfragment. Es wirkt sehr stabil. Da kam gerade meine Abkürzung runter. Hallo, mein neuer kleiner Freund. Da. Ich habe nur das Herz gesehen. Man kann sich aber auch manchmal anstellen. Ist hier irgendwas? Ich weiß auf jeden Fall, dass das irgendeine Quest, glaube ich, im ersten Teil war. Mit diesem Herzteich hier. Jetzt gerade bin ich nur wieder größte Vollhorst reingesprungen. Aber ist ja nicht weiter schlimm, war nur eine Fee. Ist da eine Höhle? Da ist eine Höhle. Es wird ein Spaß, die Küste nach so einem klitzekleinen Tropfen abzusuchen.
Sif-Mim-Schrein. Es wurden Punkte für den Mieb des Tages ausgegeben. Also kommt hier der Mieb des Tages. Mieb! Meine Damen und Herren, das war der Mieb des Tages. Und hallo, Muffin-Man. Ach nö, nicht schon wieder so eine Prüfung. Ich will nicht. Nacktes Überleben im Fluss, ja danke. Du mich auch spiel. Ich könnte den Ast dem ins Gesicht werfen. Du hast nichts gesehen. Das war die beste Option. Aufpassen. Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit, mir eine Waffe zu holen? Da liegt was. Pfeile. Oh, ich sehe, da oben drauf ist irgendwas. Ja. Ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft. Du siehst mich nicht. Gut, dass ihr nicht schwimmen könnt. Okay, wieder einer los. Die schon fotografiert? Ich habe sie fotografiert. Okay, hier ist was über mir. Oh, ich darf Spaß haben. Nee, warte, das Ding lasse ich übrig, das packe ich später meinen Eisenholzknüppel. Hörst und siehst mich nicht. Hat ja prima funktioniert. Also ich habe schon erwartet, dass die Explosion nicht zumindest ein bisschen wegschubst. Wo gondelt denn noch einer rum? Ach da. Da unten gondelt auch noch mal einer. Und runter. Der lebt noch.
Jo, jetzt fehlt's nur noch du. Hat prima funktioniert. Ich bekomme mein Werkzeug wieder. Aber ich will das Zeug von dem einen noch einsammeln. Ja, kann ich mir gleich gönnen. Oder ist das jetzt weg? Ist wohl weg. Mann, ich wollte mir gönnen. Die darf man was Schönes haben. So, die Kugeln nehme ich mit. Gut, dass ich sie mir aufgehoben habe. Jetzt habe ich einen anständigen Hammer. Was ist denn das für eine ultimative Klinge? Ein mächtiges Sonanium-Schwert ist das. Okay, die hebe ich mir auf jeden Fall auf für schlechte Zeiten. Und ein weiteres Segenslicht kommt in meinen Besitz. So, ich ignoriere jetzt erstmal Piratentown hier. Also Angelstädt. Das können wir uns ja später noch angucken. Ich will jetzt erstmal das verfolgen, was ich heute vorhatte. Und damit meine ich hier den Tropfen hier zu holen. Was bestimmt nicht einfach wird. Ich sollte von oben erstmal nach einer Stelle gucken, wo es am ehesten sein könnte. Da es sich um ein Schwert handelt, würde ich tatsächlich sagen, dort. Das würde für mich am meisten Sinn ergeben. Natürlich schaue ich hier beim Drüberfliegen natürlich drüber. Aber ich sage, da ist wahrscheinlich der Tropfen. Okay, dann wahrscheinlich am Ende der Klinge. Nee, hier ist der Tropfen. Okay, gefunden. Einen Moment. Jetzt kommt eine Sequenz. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin.
Oje, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Ganondorf hat ein wunderschönes Lachen, ne? Sonjas Tod war bei 9. Okay, den Stempel können wir löschen. Na gut, kann man sich auch denken bei einem Deutsch, dass irgendwer hinterrücks ermordet wurde. Von der Erinnerung her. So, als nächstes wollte ich da auf die Insel. Da wäre es aber gut, wenn ich mir irgendwo einen Floß mache. Weil ansonsten könnte es anstrengend werden, dort überhaupt hinzukommen. Ach, guck mal, hier kriege ich direkt die Möglichkeit. Ich sehe da auf jeden Fall was. Dachte ich es mir doch. War doch klar, dass das ein Fake-Teil ist. Was für Shibi Shining zusammengespart? Ein Moment. Yeah. Ab diesem Punkt über dem Shibi Shining, weil eingelöst wurde. Dafür hat sich gelohnt, die 10.000 zusammen, ne, Shane? Och man, warum steht da schon wieder so ein Trupp? Lass mich wenigstens das Floß noch ins Wasser tragen, bevor ihr mich angreift. Ich will, dass es in Sicherheit steht. Och danke, dass ihr euch zusammenstellt. Ihr seid ja nett. Hui! Ja, mein restliches Boot hingerichtet. Das ist jetzt gerade da draußen. Meine finsteren Pläne, sie funktionieren.
Wir haben ihn einfach erst aufgelassen. Ich versuche mal lieber, ob ich es damit eventuell treffe. Komm an den Weg zurückgeschwommen. Wenn ich hier mal gucke, ob hier noch mehr Floßteile sind. Und jetzt kommt ein riesiger Hai von unten und frisst mich. Das ist, glaube ich, eine dieser Inseln von früher. Also diese eine Nacktheitsinsel, wo man keine Ausrüstung hat. Wie diese Schreine. Mit den Nacktheitsprüfungen. Ich glaube, dass mir gleich meine Ausrüstung weggenommen wird. Yeah! Ich komme, Jod werde! Der ist auf jeden Fall ein Abgrund. Böse? Guck mal, die haben hier ein richtiges Boot im Gegensatz zu mir. Die kann man aber nicht fotografieren. Hier noch so eine rum. Er will nach Hause. Okay. Und die darf ich jetzt vernichten. Nehme ich an. Habe ich den schon fotografiert? Ja. Da kann ich auch was Gutes dran packen. Jetzt habe ich eine blaue Exhalfos-Klinge. Wir erstmal die hier nutzen, ne? Welches Lager machen wir zuerst? Ich würde sagen, hier. In das Loch werde ich auch noch reinspringen. Allein schon, um einen Schnellreisepunkt zu holen. Siehst mich nicht. Ich sag doch, du siehst mich nicht. Zählt dieser im Balken gerade nur für den Hort hier oder für die gesamte Insel? Oh, scheiße, ich hab die Rakete an meinem Schild vergessen. Ja, gut gewastet. Ich merke mal, dass ich hier im Prügel ist, ne? Kann ich mir hinterher eventuell einen Hammer noch mitnehmen? Oh, natürlich. Natürlich, damit hier oben silberner. Ist er am Fall gestorben? Er ist am Fall gestorben. Okay, ortsmäßig gilt das. 10 Donnerblumen nehme ich.
Den nehme ich mir schon mal für später. Oh, gammelt hier noch einer. Ich sehe noch einen weiteren Ort, wo ich gleich noch hin will. Wo ist denn der Silberne gestorben? Der lebt noch. Hast du den Sturz denn überlebt? Pass mal auf meinen Prügel auf. Was haben wir denn hier überhaupt, wo ich das abnutze? Ein Eisenholzstock mit einer Exile-Fußklinge. Nutze ich. Also ein Lager haben wir auf jeden Fall ausgelöscht. Da ist doch 100% was. Wo ist das Secret? Wo ist es? Oh, hi. Wer von euch hat einen Spelzen an mir geworfen? Wir reden nicht drüber, wie der mich runtergefeuert hat, ne? Darüber reden wir einfach nicht. Ach, ich vergaß, es regnet wieder. Ich werde hier beschissen hochkommen. Nope. Der lebt noch. Irgendwann habe ich aus Versehen einen schlechten Bogen von denen aufgesammelt. Okay, Kotolin-Plateau, da machen wir die zweite Horde jetzt platt. Wird überhaupt nicht anstrengend, da überhaupt erst hochzukommen. Okay, wie machen wir das am besten? Indem ich ihre eigene Waffe nach ihnen werfe. Was hat er da für eine Waffe? Au! Aus! Warte mal, wir haben doch gerade Nässe. Was ist das für eine Waffe? Ein Eisenholz, ah, aber das da vorne. Ein Elektrozahlphosphoren. Ah.
Hallo? Ist ja was Schönes drin? Ein Flugbumerang. Ein Bumerang mit sehr viel Power. Nützt mir aber nicht sonderlich viel. Zumindest so nicht. Aber so bringt er mir was. Das ist ein Krog. Ich nicht 100% Krog. Sag ich doch. Und ich habe unter mir was gesehen. Zeit für Spaß. Da an der Ecke läuft niemand rum. Ich erkläre euch den Krieg. Gibt doch noch mehr Kanonen, ne? Ich glaube, ich habe was getroffen. Da ist auf jeden Fall links gerade was weggeflogen. Warum schwer, wenn es einfach geht? Ich glaube, dafür war eigentlich auch die Kanone, die hier lag, gedacht. Wie ihr wollt, krieg, den kriegt ihr. Da rollte was lang für meinen Knüppel später. Wo liegt meine Kanone? Hallo? Hat sich meine Kanone selbst auf dem Leben gesprengt? Da ist meine Kanone. Funktioniert! Dann glaube ich der letzte.
Ist ja bestimmt auch noch mal eine Kiste. Was war das für ein Ding? Ein Automatiktransporter. Machst du? Muss ich auf dich was draufpacken? Der weiß nicht, wohin mit seinem Leben. Nur wissen, was für ein Werfer das ist. Oh. Das sieht doch nach einer interessanten Kombi aus. Oh. Kann man nutzen? Ist hier sonst nix? Die Kanone gern noch verwerten. Ich hab dein Problem gelöst, Kollege. Jo. Lass mich das machen. Du tust dir nur weh dabei. Ich wusste es. Ich wusste, dass da ein Krog ist. Ich habe es gewusst. Es wäre so eine offensichtliche Stelle. Wer spielt wieder, dass ich ein Boot baue? Oh, ein Schwertschnapp in seiner natürlichen Umgebung. Und ein Rüstungsschnapper. Der ist für mich aus dem Wasser gehüpft. Da rennt einer! Da rennt ein Halunke! Komm hier! Ihr seht intelligenter als ich, nein! Dich fange ich ab. Hab ihn. Das alles hier? Hab mal eben kurz die Fische hier geröstet. Naja, ein Krog ist ein Krog, ne? Da ist der geheime Höheneingang.
Danke, dass du dich zur Zielscheibe machst. Jetzt darf ich erstmal schwimmen. Seh das Schiff doch. So hat Wind Waker Feeling gerade. Nein. Okay, jetzt sind sie alle aufmerksam. Oh, lecker. Danke, dass mir Essen extra Essen kocht. Das ist sehr nett von euch. Nur für mich. Hier kann ich nicht durch die Decke. In dein Gesicht. Runter mit dir. Dass er einfach seine Kameraden zu mir hochwirft. Warte, ich mach's mir einfach. Das ist so schön, sie einfach ins Wasser zu werfen. Okay, die schlimmsten sind wir auf jeden Fall schon losgeworden. Ich muss erst die auf der anderen Seite loswerden. Und tot. Aua. Nein. Vorn bleiben. Kleines Stückchen noch.
Warum schwer machen, wenn es einfach geht, ne? Einfach ertränken. Hier ist bestimmt doch auch noch eine Kiste. Wir reden hier von einem Piratenversteck. Das schreit doch Kiste. Mal wieder ein Königsschwert. Sehe ich da einen Schrein? Da doch gerade einen Schrein gesehen, oder? Ja, da ist ein inaktiver Schrein. Kiste. Mit 100 Rubinen. Das schreit nach Piraten. Ja. Noch eine Kiste. Mit einem Topaz drin ist hier noch eine weitere Kiste. Nee. Das sind lahme Piraten. Nur zwei Kisten. Aber war eigentlich klar, dass es hier auch einen Schrein geben muss. Danke. Danke fürs Gas des Rhodonit. Hier haben wir gut aufgeräumt. Ich frage mich, ob Angelstedt dadurch jetzt befreit ist. Sonst noch irgendwo eventuell eine Kiste? Wir sind hier in einem Piratenversteck. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Gerade kurz überlegt, ob ich eine gute Lanze machen kann. Sie mitnehmen, aber... Ich hab nicht den Platz. Dann reden wir noch mit dem Typen und springen neben ihm in das Loch rein. Gibt ja eventuell einen Schnellreisepunkt dann da unten. Dann würde ich da das nächste Mal weiter erkunden. Der Baum sieht verdächtig aus. Ich habe ein neues Zuhause gefunden. Hab die Piraten vernichtet. Oh. Danke. Freut mich für dich, wie ich helfen konnte. Das macht mich glücklich. So. Dann mal rein ins Miasma-Loch.
Such gerade eine Wurzel. Warte, machen wir es erstmal, hey, hier. Was hältst du denn Schönes in der Hand? Ein gereinigtes Soldatenschwert. Okay, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall ein bisschen was. Sieht aus, als wäre hier ein Tempel. Arena der einsamen Insel. Das klingt nach Bossfight. Weiß ich das, wenn ich zuschaue? Okay, da unten, da wartet was Böses auf mich, 100 pro. Was sehr Böses. Was haben wir denn hier noch in der Richtung? Da ist eine Wurzel. Nach so etwas habe ich gesucht. So, jetzt ist sie auf jeden Fall hell. Okay, das ist ein ganz kleiner Bereich. Ist jetzt wahrscheinlich auch komplett erhellt. Okay, was auch immer hier unten alles ist, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Also diese Arena hier, die ich werde den Kampf mir da antun. Da sind wahrscheinlich wieder diese bösen Hände. Ja. An der Stelle sage ich mal, hoffe ich, dass es euch allen gefallen hat, heute hier wieder zuzuschauen. Sowohl später auf YouTube als auch hier auf Twitch gerade. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Abo und ein Like später da lassen auf YouTube, ein Follow auf Twitch. Und wie immer mache ich erstmal hier den Abschied zu der YouTube-Gemeinschaft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.